Namibia ist knapp 2,5 mal so groß wie Deutschland, hat aber nur 2,2 Millionen Einwohner, also circa so viel wie Wien. Der erste Eindruck war der unendlicher Weite. Dementsprechend lang waren auch unsere Tagestouren, zwischen 150 und 300 Kilometer. Der Wendekreis des Steinbocks bzw. der südliche Wendekreis ist der Breitenkreis, an dem die Sonne zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende im Zenit steht. Danach wendet sich ihr Lauf wieder zurück Richtung Äquator. Unsere erste Übernachtung war in der Kalahari Anib Lodge. Wie der Name schon sagt, liegt diese am Rande der Kalahari-Wüste. Noch am selben Abend unternahmen wir unsere erste Pirschfahrt. Am nächsten Tag ging es weiter Richtung Süden. Unsere nächste Besichtigung galt dem auf dem Gelände einer Farm liegenden Köcherbaumwald, der seit 1955 ein nationales Monument ist. Der Köcherbaum ist eine Pflanzenart der Gattung der Aloen. Er ist hauptsächlich in den Halbwüsten Namibias und im nordwestlichen Teil Südafrikas anzutreffen. Einige der Bäume sind bis zu 300 Jahre alt. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Giant's Playground, der Spielplatz der Riesen. Die aufgetürmten Dolerit-Felsen sehen aus, als seien sie das Werk von Riesen, sind jedoch durch Blockverwitterung entstanden.
Die Gesteinsblöcke bestehen aus 170 Millionen Jahre altem Basalt vulkanischen Ursprungs, der oft mit Wüstenlack überzogen und durch Sandschliff poliert ist. Als Wüstenlack wird ein dunkler Überzug aus Eisen- und Manganoxiden bezeichnet, der typischerweise an Gesteinsoberflächen in Wüsten vorkommt. Er entsteht bei der Verdunstung von kapillar aufsteigenden Lösungen dieser Metalle aus dem Inneren der Gesteine in Verbindung mit Ton, der von außen angewendet wird. Die Nacht verbrachten wir im Mesosaurus Camp. Dieses ist ein privates Camp und hat seinen Namen erhalten, da im Gelände der Farm Mesosaurus Fossilien gefunden wurden. Hier konnten wir einen herrlichen Sonnenuntergang beobachten. Die Farben des Abendhimmels sind einfach fantastisch. In Kidmans Hope, das mit 20.000 Einwohnern zu den großen Städten Namibias gehört, besichtigten wir noch den alten Bahnhof aus dem Jahr 1928 und fuhren dann weiter durch eine eintönige Landschaft zum Nautedamm. Weiter ging es Richtung Süden und die Gegend wurde immer einsamer. Am Weg zu unserem nächsten Ziel, dem Fish River Canyon, kamen wir am Roadhouse vorbei. Es handelt sich um ein Restaurant mit Tankstelle und Unterkünften. Bekannt ist es durch die dekorativen Autowracks. Da es schon ziemlich spät war, beschlossen wir, die Besichtigung des Canyons auf den nächsten Tag zu verschieben und verbrachten einen erholsamen Abend in der Canyon Lodge. Eine Welt aus Felsen und Stein, so präsentiert sich hier die Landschaft. Mittendrin die Canyon Lodge. Wilder und gleichzeitig romantischer kann man kaum wohnen. Thank you.
Zeitig am nächsten Morgen starteten wir nun endlich zum Fish River Canyon. Der Fish River ist mit rund 650 Kilometer der längste Fluss Namibias. Seinem Namen macht er kaum Ehre. Nur ganz selten nach sehr starken Niederschlägen füllt sich das Trockenflussbett mit Wasser. Das ändert nichts daran, dass der Canyon zu den eindrucksvollsten Landschaften im südlichen Teil Afrikas gehört. Dies war nun der südlichste Punkt unserer Reise. Ein Stück weiter Richtung Norden, außerhalb des Canyons, überquerten wir den Fish River über eine normale Straßenbrücke. Und wieder endlose Weite, endlose Kilometer. Die nächste Übernachtung war in der Eagle's Nest Lodge. Der Platz heißt nicht umsonst Adlernest. An den Hang eines Berges schmiegen sich insgesamt 8 aus groben Natursteinen gemauerte Chalets mit einem wahrhaft grandiosen Blick. Auch hier wieder Sonnenuntergänge, wie man sie nur in Namibia erleben kann. Bei der Wasserstelle Garup trifft man mit etwas Glück auf die größte Attraktion dieser Gegend. Hier ist eine Herde Wildpferde zu Hause, die sich in einzigartiger Art und Weise an das trockene und heiße Wüstenklima angepasst haben. Weiter ging es Richtung Lüderitz. Die Bahngeleise werden immer wieder von den wandernden Sanddünen verschluckt und müssen mühsam von Arbeitern freigeschaufelt werden. Langusten und Austern gehören zu den wirtschaftlichen Standbeinen der 25.000 Einwohnerstadt. In der Hoffnung, dass der Tourismus einen Boom erlebt, wurde die Eisenbahnlinie, welche wir vorhin gesehen haben und welche in den 1980er Jahren stillgelegt wurde, wieder in Betrieb genommen. Bis jetzt ist die Rechnung allerdings nicht aufgegangen. Auf einem mächtigen, den stürmischen Seewinden ausgesetzten Granitfelsen
erhebt sich die 1910 erbaute Felsenkirche. Errichtet wurde die Kirche aus Quarz-Sandstein, der unweit der Stadt gebrochen wurde. Lüderitz kann nicht mit afrikanischer Wildnis werben und doch hat es Besuchern etwas Besonderes zu bieten. Einen Rückblick in deutsche Kolonialzeiten. Sorgsam restaurieren und pflegen die Einwohner die wilhelminischen und die Jugendstilbauten. Als attraktivstes Stück Gründerzeit gilt das Görke-Haus. Leutnant Hans Görke leitete die Emilienthal-Diamantgesellschaft in Lüderitz und ließ sich die prächtige, von Otto Ertl entworfene Villa 1909 bis 1910 auf den Fels setzen. Wenn man seinen Dienst schon in einer recht unwirtlichen Gegend fernab der Heimat versehen musste, sollte es zumindest nicht an einem Hauch Luxus fehlen. Besonders sehenswert sind die Sonnenuhr am Turm und die prächtigen Buntglasfenster mit den markanten Flamingo-Motiven. In der Bismarckstraße befindet sich das legendäre Haus der Handelsgesellschaft Krabbenhöft und Lampe. Sie war das erste in Namibia gegründete Unternehmen. Über der Waterfront thront ein weiteres Relikt der Kolonialzeit, das Woermann-Haus. Adolf Woermanns Reederei betrieb nicht nur in Swakopmund, sondern auch in Lüderitz eine Niederlassung. Seit 1884 zeichnete die Reederei für den regelmäßigen Linienverkehr zwischen Kolonie und Mutterland verantwortlich. Am nächsten Tag machten wir eine geführte Tour in das Diamantensperrgebiet. Es ist eine Fahrt in eine verbotene Welt. Sperren sind zu passieren, Genehmigungen werden kontrolliert. Rund 100 Kilometer breit und 300 Kilometer lang ist dieses Sperrgebiet. Glücksritter buddelten hier einst, teils mit den bloßen Händen, eimerweise Edelsteine aus dem Sand. Auch heute noch betreiben der weltweit operierende Diamantenmonopolist De Beers aus Südafrika und der namibische Staat gemeinsam das Unternehmen Namdeb und teilen sich den Gewinn aus der Diamantenförderung. Hier kann man verschiedene Geisterstädte sehen. Pomona war einst für die Region überlebenswichtiger Ort. Geologen hatten hier Wasser gefunden, fast so wertvoll wie Diamanten. Überreste des Wasserwerkes und ehemalige Gebäude sind noch zu sehen. Als die Stadt aufgegeben wurde, ließ man alles Unwichtige einfach zurück. Zivilisationsmüll gab es schon damals.
Nicht uninteressant ist der kleine Friedhof des Städtchens, auf dem manches Holzkreuz davon zeugt, dass das Leben hier auch für deutsche Kolonisten kein Zuckerschlecken war. Letztes Ziel dieser Tour war ein Naturphänomen, das mit Diamanten nichts zu tun hat, der Bogenfels. So heißt ein steinernes Naturdenkmal, das Wind und Wasser am Atlantik in die Felsen gefräst haben. Der rund 60 Meter aus dem Wasser ragende natürliche Steinbogen zählt zu den bekanntesten Motiven, mit denen in Prospekten, Büchern und Zeitschriften für Namibia geworben wird. Ein Ausflug, den wohl kein Tourist auslässt, ist der Besuch der einstigen Diamantenhauptstadt Kolmanskop. Der Diamantenboom rund um die Kolmanskuppe begann 1908. Nachdem die Stadt 1956 vollständig verlassen worden war, schien sie unaufhaltsam von der Wüste verschlungen zu werden. Heute ist sie ein beeindruckendes Freilichtmuseum. Nach dieser Besichtigung erfolgte wieder einmal ein langer Fahrtag. Wir übernachteten auf der privaten Sinclair Farm. Nicht weit entfernt befindet sich ein altes Bergwerk, in dem Kupfer abgebaut wurde. Auf der Weiterfahrt am nächsten Tag kamen wir am Dubisip Castle vorbei. Mitten in der Wüste baute der Architekt Wilhelm Sander 1908 ein Traumschloss für den Schutztruppenhauptmann Hans-Heinrich von Wolf, eine Ritterburg mit Zinnen und Türmen. Steinmetze aus Italien, Zimmerleute aus Skandinavien
und Bauarbeiter aus Irland schufen den 22-Zimmer-Palast. Heute ist er ein sehenswertes Nationaldenkmal. Und weiter ging es Richtung Sossuflay, wo wir todmüde in unserer Lodge ankamen. Nichtsdestoweniger starteten wir gleich mit einer geführten Tour in ein besonders interessantes Gebiet der Namib-Wüste. Die Namib-Wüste, der Namibia seinen Namen verdankt, gehört mit ihrer Süd-Nord-Ausdehnung von rund 2000 Kilometer nicht nur zu den größten, sondern auch zu den trockensten Wüsten der Welt. Oft regnet es über Jahre in weiten Landstrichen überhaupt nicht. Die Namib-Wüste zeigt sehr unterschiedliche Gesichter, aber hier ist sie so, wie man sich eine Wüste landläufig vorstellt. Riesige Dünenformationen haben sich gebildet und verändern, vom Wind getrieben, regelmäßig ihr Aussehen. Die mächtigen Dünen in Sossuflay gehören zu den höchsten der Welt. Den Sonnenuntergang feierten wir mit dem obligaten GT, das heißt Gin Tonic. Zeitig am nächsten Morgen fuhren wir vor Sonnenaufgang noch weiter in die Dünenlandschaft hinein. Dann begann unter Zeitdruck, da wir bei Sonnenaufgang oben sein wollten, der mühsame Aufstieg auf eine der Dünen, laut Führer 360 Meter hoch. Der Aufstieg, 3 Schritte vor und wieder 2 zurückgerutscht. Aber wir haben es geschafft. Je nach Sonnenstand verändert sich die Farbe der Dünen ständig.
Zwischen den dünnen Kämmern haben sich zahlreiche Pfannen gebildet, in denen sich während der seltenen Regenfälle Wasser sammelt. Wenn es verdunstet, bleiben weißliche Salz-Lehmkrusten zurück. Das Dead Flay ist ein typisches Beispiel dafür. Um dort hinunterzukommen, gingen wir jedoch keineswegs den Weg unseres Aufstiegs zurück, sondern mussten den steilen Dünenhang seitlich direkt zum Flay hinunterlaufen. Wenn man niederfällt, fällt man wenigstens weich. Fotos gibt es davon keine, da ich die Kamera sicherheitshalber weggepackt hatte. Zur Belohnung für die Strapazen erhielten wir inmitten der Dünen ein gutes Frühstück. Am Nachmittag machten wir eine kleine Wanderung in dem von unserer Lodge nicht weit entfernten Sesarem Canyon. Die Fakten sind nicht sehr berauschend. Der Canyon ist nur 1 Kilometer lang, 25 bis 30 Meter tief und teilweise nur 2 Meter breit. Dennoch ist die Schlucht grandios und eine Wanderung durch das Trockenflussbett des Zauchab ein wunderbares Erlebnis. Rund 3 Millionen Jahre hat der Fluss gebraucht, um das felsige Meisterwerk zu schaffen. Für das Vielwasser, was alle paar Jahre einmal vorkommt, setzte auch die 60 Kilometer entfernte Dünenwelt des Sossoflay unter Wasser. Die Wanderung verläuft über Stock und Stein, einen richtigen Weg gibt es nicht. Kaum ein Sonnenstrahl erreicht den Grund der Schlucht. Es ist angenehm kühl. Es gibt hier sogar eine permanente Wasserstelle. Die Namibüste zeigt sich hier von einer ganz anderen Seite. Die Berge in der Naukluft erheben sich bis zu 1000 Meter über das Hochland und erreichen eine Höhe von fast 2000 Metern. Schroffe Hänge, tiefe Schluchten und grüne Täler mit permanenten Quellen bieten unerwartet viel Abwechslung. Man kommt sich vor wie in einer surrealen Mondlandschaft. Rund 1 Million Jahre soll der Kuiseb Canyon alt sein. An der tiefsten Stelle wird der Trockenfluss von einer modernen Betonbrücke überspannt. Dennoch beweisen Vegetation und Wasserlöcher, dass der Grundwasserspiegel sehr hoch ist. Die Gegend wurde wieder ziemlich trostlos. Mitten in dieser Unendlichkeit erhebt sich der von Wind und Wetter blank geschauerte Vogelfederberg. Die kurze Besteigung war wirklich eine Erholung auf dieser Strecke. Kurz vor Wolfies Bay befindet sich die Düne 7. Hier versuchten wir nochmals unseren Dünenlauf, allerdings blieb ich diesmal unten und versuchte zu fotografieren. Bei Wolfies Bay erreichten wir das Meer
und fuhr noch ein kurzes Stück weiter bis Swakopmund. Kühlschrank Namibias, so nennen die Namibier ihre zweitwichtigste Stadt. Kein Wunder, wenn im Landesinneren die Temperaturen in Richtung der 40-Grad-Marke klettern, bleibt es hier am Atlantik angenehm kühl. Swakopmund ist ein einzigartiger Spagat gelungen. Sogenannte alte deutsche Tugenden wie Ordnung und Sauberkeit sind geblieben und haben sich mit dem bunten Treiben einer afrikanischen Stadt vermischt. Menschen aller Hautfarben flanieren durch die mit viel Liebe restaurierten Straßen des Zentrums. Als Einstieg in einen Rundgang bietet sich das Woermannhaus mit dem Damara-Turm an. Vom Dach des Turms hatten die Angestellten der Firma die Möglichkeit, schon frühzeitig über den Spiegeltelegrafen mit den ankommenden Schiffen in Verbindung zu treten. Die prachtvolle Innenausstattung des Gebäudes beeindruckt bis heute. Das Gebäude entstand 1904 und war Sitz der gleichnamigen Reederei, die wir schon in Lüderitz kennengelernt haben. Das Swakopmund Hotel ist das Luxushotel der Stadt im 1994 umgebauten alten Bahnhof. Auf einem Platz sind einige Dutzend Verkaufsstände zu einem ansehnlichen Kunstgewerbemarkt vereint. Das schönste Haus der Stadt ist das sogenannte Hohenzollernhaus mit seiner prächtigen neobarocken Fassade. 1906 wurde es als Hotel errichtet, heute ist es ein normales Wohnhaus. In der Kristallgalerie kommen alle Liebhaber schöner Steine und seltener Mineralien voll auf ihre Kosten. Das größte Exponat ist ein über 14 Tonnen schwerer und mehrere Meter hoher Quarzkristall. In Swakopmund hatten wir auch Gelegenheit, einen Rundflug über die fantastische Welt der Namib zu machen.
Zu den beliebtesten Tagestouren gehört der Velvicia Drive, ca. 60 Kilometer östlich der Stadt. Auf dem Weg passiert man das sogenannte Moon Valley, ein Stück Erde, das an Kargheit kaum zu überbieten ist. Doch das raue Antlitz der Natur beeindruckt. Die wenigen Pflanzen, die hier existieren, haben sich ideal an die Bedingungen angepasst. Zum Beispiel kleine harte Blätter, die mit der Schmalseite nach oben zeigen, um möglichst wenig Fläche der Sonne auszusetzen. Oder eben die Welwitschia. Die Pflanze wurde von dem österreichischen Arzt und Botaniker Dr. Friedrich Welwitsch 1859 entdeckt. Eine schöne optische Erscheinung ist sie nicht, aber ein Wunderwerk an Überlebenskunst. Sie besteht nur aus zwei Blättern, die immer wieder nachwachsen und nur an den Spitzen verwelken. Der ständige Nebel, der fast täglich vom Atlantik ins Land zieht, ist für sie ein wichtiger Lebensquell. Über ihre große Blattfläche nimmt sie die Feuchtigkeit auf. Dieses von einem großen Zaun geschützte Exemplar ist 1500 Jahre alt. Nicht ohne Grund wird die Pflanze auch gerne als lebendes Fossil bezeichnet. Ein weiterer Überlebenskünstler der Wüste ist die Nara-Melone. Sie gehört zu den Kürbisgewächsen, die eigentlich viel Wasser benötigen, doch auch sie hat sich angepasst. Mit tiefen Wurzeln holt sie Wasser aus dem Wüstenboden. Die Schotterstraße wurde so durch einen Hügel gebrochen angelegt, dass man deutlich eine Dolerit-Ader erkennen kann. Diese entsteht durch Kryptovulkanismus. Dies ist eine Form des Vulkanismus, bei dem das aufsteigende Magma noch innerhalb der Erdkruste, aber nahe der Erdoberfläche erstarrt und dabei vulkanische Gesteine wie zum Beispiel Dolerit bildet. Wenn es sich entlang einer Schichtfläche in der Horizontalen über größere Entfernungen ausbreitet, so entsteht ein sogenannter Lagergang, den wir hier sehen. Die Blutkuppe ist ein mächtiger Granitberg, der bei richtiger Beleuchtung am Abend rot wie Blut erscheint. Wir fuhren weiter zur nächsten Übernachtungsstation, der Amai Branch. Auf dem Gelände dieser Farm befindet sich die Felsenwelt von Bull's Party. Der Name verrät es bereits. Die eigenwilligen Felsenformationen waren wohl einst der Spielplatz von Riesenmenschen. Ihre Murmeln in Übergröße haben sie einfach hier liegen gelassen. Es scheint, als würde ein kleiner Stups genügen, um die rundgeschliffenen Felsbrocken aus der Balance zu bringen. Zum Glück weit gefehlt. Nicht auszudenken, wenn sie einmal ins Rollen kämen. Zu Philips Cave mussten wir ca. 50 Minuten in der Hitze über Stock und Stein hinaufklettern. Dort befinden sich äußerst interessante Felsenmalereien. Die ältesten in Namibia gefundenen Felszeichnungen sind über 25.000 Jahre alt. Diese hier sind circa aus der Zeit 5000 vor Christus. Die Spitzkoppe wird auch das Matterhorn Namibias genannt. Sie ist 1759 Meter hoch und ein beliebtes Ziel von Freeclimbern. Wir versuchten das nicht, sondern wanderten zwischen den Felsen umher und fanden viele idyllische Plätze.
Ein optischer Blickfang für den Vordergrund ist der Felsbogen Rock Arch. Auf unserer Weiterfahrt trafen wir auf Himbas. Die Himba sind das afrikanische Volk, das seine Traditionen und Riten wohl am besten in die Gegenwart gerettet hat. Die meisten leben heute im Nordwesten des Landes, wo wir leider nicht hinkamen. Dort leben sie immer noch in ihren aus Lehm erbauten Hütten. Auf unserer Strecke fanden wir leider nur die, die sich schon an das Geschäft mit den Touristen gewöhnt hatten. Ein bedeutendes Ziel in der Region ist das Brandbergmassiv mit dem höchsten Berg des Landes, dem 2573 Meter hohen Königstein. Wichtigster Grund für den Besuch des Brandbergmassivs sind die dortigen Felsenzeichnungen. In siebenjähriger Arbeit erfasste der Österreicher Harald Pager bis zu seinem Tod 1985 an 879 Felsbildstellen 43.000 Abbildungen. Am Abend kamen wir im Camp Kipwe an, wo wir zwei Nächte verbrachten. Zeitig am nächsten Morgen begann unser Ausflug zu den Flusselefanten. Bei Tweefelfontein wartete das nächste namibische Bilderbuch in Stein auf uns. Hier wurden die wohl schönsten Petroglyphen und Felsmalereien des Landes gefunden. Petroglyphen sind Bilder, die in den Wüstenlack eingekratzt wurden. Nicht ganz so alt wie die Zeichnungen am Brandberg, nur ca. 3000 Jahre alt, faszinieren sie durch ihre Klarheit, die Motivvielfalt und ihren teils hervorragenden Erhaltungszustand. Zurück am Parkplatz entdeckten wir eine kleine Schlange, die einen Gecko erbeutete. Die Organpipes sind aufrecht stehende, etwa 2 bis 5 Meter hohe Basaltsäulen. Sie sind rund 120 Millionen Jahre alt. Ungefähr dieses Alter hat auch der Burnt Mountain, der verbrannte Berg. Ein Vulkan drückte im Erdmittelalter das schwarze, violette und dunkelrote Gestein an die Erdoberfläche. Das bis zu 1000 Grad heiße Magma verbrannte das Schiefergestein. Am Rückweg zur Lodge trafen wir noch einmal die Elefanten. Die Lodge hat eine sensationelle Lage inmitten der Felsen.
Das Badezimmer ist ein durch Felsen geschütztes Freiluftbadezimmer. Es folgte wieder mal ein herrlicher Sonnenuntergang, diesmal nicht mit GT, sondern mit diversen Cocktails. An diesem Abend feierten wir auch meinen Geburtstag. Am nächsten Tag ging es weiter. Aber wir hatten bald wieder einen Grund zum Aussteigen. Petrified Forest steht auf den Landkarten, aber es ist natürlich kein komplett versteinerter Wald, der hier erhalten geblieben ist. Vielmehr sind es dutzende Baumstämme, teils in viele einzelne Stücke zerfallen. Man geht davon aus, dass die Stämme vor rund 250 Millionen Jahren durch Flüsse angeschwemmt und luftdicht und unter Schlamm und Geröll verschüttet, konserviert und versteinert wurden. Über die Jahrmillionen brachten Verwerfungen und Erosion sie an die Oberfläche zurück. Der Fingerclip ist ein eigenartig geformter Felsen. Einem Finger gleich zeigt er in die Höhe. Wind und Wetter haben diese 35 Meter hohe Felsnadel geformt. Man schätzt, dass die Fingerklippe bereits über 15 Millionen Jahre alt ist. Irgendwann wird die Erosion so weit fortgeschritten sein, dass der Felsen einfach umkippt. Die Ugab-Terrassen sind ein Stück wilder Westen in Afrika, ähnlich dem Monument Valley in USA. Auf der Weiterfahrt zum nächsten Höhepunkt dieser Reise, dem Etosha Nationalpark, sahen wir viele Tiere. Die erste Nacht im Nationalpark verbrachten wir im Okokwecho Camp in einem Bungalow direkt vor dem Wasserloch. Den späten Nachmittag und Abend beobachteten wir die Tiere. Thank you.
Den ganzen nächsten Tag verbrachten wir mit einer Fahrt von Wasserloch zu Wasserloch. Aussteigen ist hier im Nationalpark strengstens verboten. In der Ost-West-Ausdehnung erreicht der Park gut 300 Kilometer und in der Nord-Süd-Ausdehnung immerhin noch 110 Kilometer. Damit ist er etwa halb so groß wie die Schweiz. Die Nacht verbrachten wir im Onguma-Camp. Diesmal trennten uns nicht einmal Zäune von den Tieren. Für den Weg zum und vom Haupthaus mussten wir einen bewaffneten Guide zur Sicherheit anfordern. Am nächsten Tag ging es auf einer anderen Route wieder durch den Park.
Etosha ist ein altes, aus der Buschmannsprache überliefertes Wort, das etwa eine große weiße Fläche bedeutet. Die Bezeichnung bezieht sich offenbar ganz konkret auf das Herzstück des Nationalparks, die Etosha-Pfanne. Wer einmal vor dieser verkrusteten Salzpfanne gestanden hat und das weiß leuchtende Land mit dem Blau des Himmels am Horizont verschmelzen sah, wird diesen Eindruck nie vergessen. Die Etosha-Pfanne allein ist über 100 Kilometer lang und über 50 Kilometer breit. Nur nach ganz regenreichen Jahren sammelt sich hier Wasser und bildet einen großen, sehr flachen See, der meist schnell verdunstet. Eine Fata Morgana, Luftspiegelung durch die heiße Luft. Den wie immer wunderschönen Abend verbrachten wir in der Etosha Safari Lodge. Am nächsten Tag ging es weiter zum Waterberg Plateau Park. Es gibt nur wenige Landschaften in Namibia, die eine solche Vielzahl von Eindrücken bereithalten wie der Waterberg. Besucher erwartet ein immerhin an die 50 Kilometer langer, bis zu 16 Kilometer breiter und rund 200 Meter hoher Tafelberg mit schroffen Felswänden und einer dank des Wasserreichtums unglaublich artenreichen Tierwelt. Der Waterberg ist ein Paradies für Wanderer. Es gibt verschiedene Trails, die man auch ohne Führer begehen darf. Sin und ich starteten nach unserer Ankunft in der Lodge am Nachmittag ganz alleine mit einer solchen Wanderung. Kaum zu Gesicht bekommen wird man die am Waterberg lebenden Pythonschlangen, schwarzen Mambas und Puffottern. Ja, dachten wir, dem war allerdings nicht so. Relativ bald nach unserem Aufbruch, ganz alleine, umgeben von der Wildnis und der dichten Vegetation, sahen wir nur wenige Meter von uns entfernt auf einem freien Sandplatz eine Bewegung. Wir näherten uns vorsichtig und konnten zwei ca. 1,80 Meter lange Schlangen beim Liebesspiel beobachten. Das war nur möglich, da die beiden voll aufeinander konzentriert waren und uns daher nicht bemerkte. Nach unserer Rückkehr in die Lodge zeigte ich die Fotos einem Guide und er erklärte mir, dass es sich um zwei schwarze Mambas handelt. Sie ist die längste Giftschlange Afrikas und kann bis zu 4,5 Meter lang werden. Die schwarze Mamba ist eine tagaktive Einzelgängerin. Die Kontakte mit anderen schwarzen Mambas beschränken sich ausschließlich auf die Paarungszeit. Die Geschwindigkeit, mit der sie sich fortbewegen, liegt bei 20 Stundenkilometern, wodurch diese Art zu den schnellsten Schlangen gehört. Das Gift der schwarzen Mamba ist ein Neurotoxin, also ein Nervengift, das auch dem Menschen sehr gefährlich werden kann. Mit einem Biss kann sie bis zu 400 Milligramm Gift in die Wunde injizieren. Bereits eine Menge von 15 bis 20 Milligramm wirkt bei einem erwachsenen Menschen tödlich und führt innerhalb von 20 Minuten zum Tod durch Atemstillstand. Nach diesem Erlebnis gingen wir noch vorsichtiger weiter. Der Waterberg hat nicht umsonst diesen Namen. Die oberen Gesteinsschichten sind wasserdurchlässig, dann folgt eine undurchlässige Schicht und die Folge ist, dass sich das Wasser sammelt und in Quellen aus dem Berg austritt. So auch am Ende dieses Tales, durch das ein Bach fließt. Hier war es wie in einem Märchenwald. Dichter Urwald, uralte hohe Bäume zwischen rot-gelb gefärbten Felswänden. Wir fanden auch die Quelle von Farnen und Büschen bedeckt.
Dann die nächste Überraschung, eine Horde Paviane. Wir näherten uns wieder ganz langsam. Es ist wirklich ein faszinierendes Gefühl, den Tieren mitten in der Natur ganz alleine zu Fuß und ohne schützendes Auto zu begegnen. Für uns war dieser Aufenthalt viel zu kurz, wir hätten noch einige Wanderungen machen können, aber leider mussten wir am nächsten Tag schon wieder weiter. Die Hereros sind ein ehemaliges Hirtenvolk von heute etwa 120.000 Menschen. In Namibia kamen bis zu 80% des Herero-Volkes während der deutschen Kolonialzeit um. Als Reaktion auf den Aufstand der Herero und Nama verübte die deutsche Besatzungsmacht unter der Führung von Lothar von Trotters einen Völkermord, bei dem rund 85.000 Herero starben. Weiter ging es zur letzten Station unserer Reise. Unsere Unterkunft war ca. 30 Kilometer vor der Hauptstadt Windhoek, die Düsternbroek, Gästefarm. Der Weg dorthin war etwas abenteuerlich, der Empfang sehr nett. Die Attraktion? Hier gibt es Geparden und wir waren ungeschützt in einem offenen Wagen. Und es wurde noch spannender. Ein Leopard. Wie immer endete dieser Tag mit einem wunderschönen Sonnenuntergang und dem unvermeidlichen GT. Der nächste und auch letzte Tag dieser Reise war der Hauptstadt Windhoek gewidmet. Das quirlige Leben in der Stadt war ein ziemlicher Kontrast zu der Einsamkeit der Wüste, an die wir uns schon gewöhnt hatten. In der Fußgängerzone kann man die Menschen beobachten und den Händlern beim Verkauf ihrer Schnitzereien zusehen. Der Meteoritenbrunnen ist ein Brunnen aus 31 Gesteinsbrocken, die einst als Meteoritenschauer auf Namibia niedergingen. Sie bestehen zu 90% aus Eisen und sollen rund 600 Millionen Jahre alt sein. Die alte Festung, heute Nationalmuseum.
das Unabhängigkeitsgedenkmuseum mit der Statue von Dr. Sam Nujoma, Gründungspräsident und Vater der heutigen Nation Namibia. Die Christuskirche, das 1910 geweihte Gotteshaus der evangelisch-lutherischen Gemeinde. Ihr charakteristisches Aussehen verdankt die Kirche dem rötlichen Quarzsandstein. Das Verwaltungsgebäude erhielt im Volksmund den Namen Tintenpalast, weil die Beamten, egal welcher Regierung, hier viel Tinte verschrieben. Heute ist das Gebäude Sitz der Nationalversammlung. Mit dieser Besichtigung endete unsere 22-tägige Reise durch Namibia und wir kehrten am nächsten Tag wieder gut nach Österreich zurück.